Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du in Adobe Premiere relativ schnell und einfach Personen, Markenlogos oder Gegenstände unkenntlich machen kannst. Was? Da bist du denn? Ich habe mir hier eine Sequenz angelegt, in der ein Clip ist von einer Person, die sich die Maske abzieht, die wir unkenntlich machen möchten. Dafür nutzen wir den Mosaikeffekt, den finden wir unter Effekte. Entweder wenn wir ihn in die Suche eingeben, Mosaik. Oder wir finden ihn unter Videoeffekte stilisieren, Mosaik. Ich ziehe mir den auf meinen Clip und sehe, was passiert. Das ganze Bild wird hier sehr pixelig. Ich kann jetzt hier in meinen Effekteinstellungen die Anzahl hochstellen. Und sehe, dass das so ganz gut aussieht. Jetzt ist allerdings noch das ganze Bild verpixelt. Ich möchte ja nur sein Gesicht verpixeln. Um das hinzubekommen, ziehe ich mir eine Maske auf seinen Kopf. Die kann auch ruhig etwas größer sein. Um die Maskenkante weich zu ziehen, kann ich hier diesen Anfasser ein bisschen aufziehen. Und wir sehen, jetzt ist hier Bewegung drin. Entweder können wir jetzt hier zu einem Punkt gehen und können hier oben, wenn wir auf Play drücken, die Bewegung verfolgen. Dann macht er das schon recht gut. Hier den Anfang, wo er so aus dem Bild rausgeht, könnten wir noch händisch animieren. Ich ziehe mir die Maske mal dahin. Und so hätten wir die Person jetzt unkenntlich gemacht. Die zweite Möglichkeit wäre es, einen Weichzeichner dafür zu nutzen. Ich lösche meinen Mosaikeffekt mal raus und gehe hier in meinen Effekt und suche hier Weichzeichner. Ich finde den Gaußschen Weichzeichner, auch unter Videoeffekte Weich- und Scharfzeichnen. Ich ziehe mir den hier drauf und auch hier ähnlich wie bei unserem Mosaik kann ich hier die Zahl etwas hochziehen. Ich denke 75 ist in Ordnung. Und auch hier sehen wir, das Bild ist wieder komplett unscharf. Wenn ich nur einen Teil des Bildes unscharf maskieren möchte, setze ich mir hier oben unter Gaußscher Weichzeichner eine Maske. Und genauso wie beim Mosaik ziehe ich mir diese Maske auf. Gucke, dass sie hier unsere ganze Person unscharf maskiert und kann jetzt hier auch wieder den Maskenpfad vorwärts verfolgen und wir gucken uns das mal an. Das sieht gut aus. Wir wollen jetzt hier vorne auch wieder das ein bisschen händisch anpassen. Ich wähle meine Maske an und kann mir die dann hier nochmal manuell so schieben, dass es für mich passt. Wenn ich das jetzt hier mal schnell durchgehe, dann sehen wir, dass auch jetzt hier unser Bild unscharf ist und unsere Person unkenntlich gemacht wurde.